Geheimtipp. Altes Heilmittel soll auch bei Borreliose helfen. Immer wieder haben wir über die gefährliche Krankheit Borreliose berichtet, die durch Zeckenstiche übertragen wird. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist zum Beispiel in Sachsen im zurückliegenden Jahr um mehr als 30% gestiegen. Zu spät erkannt kann die Krankheit chronisch werden mit Nervenleiden und Lähmungen. Jetzt gibt es Hoffnung für Borreliose-Kranke und es scheint so, als könnte die Zecke ihren Schrecken verlieren. Wer Gerd Schlegel heute erlebt, kann es kaum glauben, wie schlecht es ihm noch vor wenigen Monaten ging. Der Mann, der von Zecken gestochen wurde, war durch Borreliose nur noch ein Schatten seiner selbst. Vor 2 Jahren hatte der Lehrer Lähmungserscheinungen, hielt es nur mit starken Schmerzmedikamenten aus. Er war auf die Pflege durch seine Frau angewiesen, konnte kaum noch sprechen. Heute fühlt sich Gerd Schlegel jeden Tag besser. Seit er das aufgebrühte Kraut der Zistrose zu sich nimmt, haben seine Beschwerden deutlich nachgelassen. Gelenkbesserung, Laufbesserung, also Laufbeschwerden oder was die Sprache betrifft, kann wieder deutlich reden, telefonieren und noch besser laufen. Erst vor 3 Monaten kam Gerd Schlegel auf das Kraut, von dem bisher nur bekannt war, dass es das Immunsystem stärken soll. Jetzt ist die Zistrose ein Geheimtipp, den Borreliosekranke untereinander weitergeben. Die Pflanze wächst wild in Griechenland, wo sie seit Jahrhunderten als Heilmittel eingesetzt wird. Die wertvollen Wirkstoffe sitzen in den Blättern, sogenannte Polyphenole. Weshalb das Zystuskraut gerade gegen Borreliose gut wirkt, untersucht jetzt Professor Rauwald an der Leipziger Uni. Erstmals erforschen Pharmazeuten die geheimnisvolle Pflanze. Auffällig der extrem hohe Polyphenolgehalt, viele ätherische Öle und besondere Harze. Die einzelnen Stoffe sind bekannt, doch die Zusammensetzung soll entscheidend sein. Für die Heilwirkung haben die Forscher eine Erklärung gefunden. Die durch die Zecke übertragenen Spiralbakterien, die sich im Körper festsetzen und Borreliose verursachen, sollen durch die Zistrose verklebt und damit unschädlich gemacht werden. Das sind viele Angriffspunkte, die ich auch erwarte, die zur Abtötung führen, dieser Borreliose. In einigen Zelllinien konnte ein DNA-Repair, ein Reparatureffekt nachgewiesen werden. Dies zeigt eine neuere Studie, die an der Harvard-Universität in den USA bei bestimmten Polyphenolen auch durchgeführt worden ist. Wie das Zystuskraut genau wirkt, ist Gerd Schlegel am Ende egal. Er hat schon so vieles ausprobiert und merkt jetzt, dass er mit seinem Sud auf dem richtigen Weg ist. Er kann es selbst kaum glauben. Dass ich schon hundertprozentig gesund wäre, bin ich noch nicht sicher, weil es bei mir einfach schon zu weit fortgeschritten ist. Bei anderen, die die Krankheit noch nicht so lange haben, dann die können sicher auch gesund werden. Gerd Schlegel jedenfalls hat durch die Heilpflanze neuen Lebensmut gefasst.